Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein Let's Play von mir. Diesmal nicht Fortnite, sondern Far Cry 5. Und ich wollte so gerade eine Mischung zwischen 5 und 5 sagen, deswegen hat sich das jetzt bestimmt so doof angehört. Und wenn euch das dann gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall in den Kommentaren schreiben. Mit dem Hashtag zweiter Part oder... weiß ich nicht, ihr könnt auch einfach Far Cry 5 schreiben. Ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Nein. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte, nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Oh fuck, da ist er. Verrückter Schweinehund. Mein Gott. Wir sind offiziell im Peggyland. Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed, das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad? Ich brauche Verbindung zur Leitstelle. White Horse an Leitstelle, over. Ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen, over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden, over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als die Neue. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Brad. Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Brad, hab verstanden. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff.
Sheriff. Ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Kirche sein. Bleibt an mir dran. Der Haftbefehl. Erreiche ich. Okay. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Schneller laufen. Ding, du bist mir zu langsam. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Ey. Gutgültiger, ihr tragt alle Dienstdaten, oder? Ja, draußen haben sie nicht viel Respekt vor dir. Chill mal! Eine Waffe werden sie respektieren. Nicht jedes Problem mit einer. Oh mein Gott! Karma Hund! Willst du mich provozieren? Kann man den provozieren? Sorry, Leute! Direkt muss ich hier. Schön, dass du vernünftig bist. Direkt muss ich hier Scheiße bauen. Gut so. Okay, egal. Vielleicht bist du doch nicht so dumm. Das ist auch Stress oder was? Was wollt ihr? Ich wollt Stress. Okay. Ja, lauf doch schneller. Meine Hüte hier. Kann doch nicht wahr sein. Oh, Marsha. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, hör los. Augenblick, weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur ein Scheiß drauf. Joseph Seed, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Na? Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nimm die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh. Treten Sie vor. Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl Handschellen an.
Gott wird das nicht zulassen. Okay, was ein kranker Vogel. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Ubisoft präsentiert. Far Cry 5. Gehen wir. Okay, was erreiche ich hier? Führe den Sektenanführer zum Helikopter. Warum bitte so langsam? Wir müssen verdammt nochmal hier raus. Marsch und geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Lass das nicht zu. Okay, let's go. Komm, beweg dich. Nochmal schneller hier. Tja, jetzt so weg, ne, Freunde? Ich bin immer schon Polizistin, man. Jetzt kann ich endlich hier auch mal meinen Job machen. Zwar nicht in real life, aber egal. Na los. Robert? Ich bin Federal Marshal. Ich befehle euch zurückzutreten. Jetzt werden die aber, ne? Crazy hier. Los, ey. Das sind doch keine Menschen mehr. Ich kann halt momentan nicht so viel spielen, es ist halt viel Filme von mir. Versucht nach, dass das passiert. Was blind, but now I see. Far Cry 5. Mann, ich will spielen. Ich will nicht so lange warten. Leitstelle? Oh mein Gott! Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. Niemand kommt, um euch zu retten. Hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die... Die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus. Lass die Ernte beginnen!
müssen sofort los. Scheiße. Wir müssen sofort raus hier. Nee, Brennan. Gottes Wille. Danke dir, Bestrafung. Also fliegen ist jetzt nicht so meine Stärke, aber gut. Okay, gucken wir hier runter. Da ist jemand. Sorry für meine dummen Blicke, aber manchmal, wenn ich mich konzentriere, muss ich aus wie so ein, keine Ahnung was. Geh in die Hocke und bleibe unauffällig. Okay! Hallo? Da ist jemand. Gibt es hier nicht so eine Karte oder so? Nee, keine Ahnung. Wo habe ich mich erschrocken? Mann! Ich will nicht. Leute, es ist dunkel. Oh nein. Ja, da ist jemand, oder? Ich hör irgendwas. Dann gehe ich jetzt hier rum. Muss ich hier rein oder was? Hallo?